Hi, hallo und herzlich willkommen zum Engel Reading für die kommende Woche. Wie immer geht's Montag los und es geht bis Sonntag. Letzte Woche gab es ja eine tolle Meditation als Geschenk hier auf Engel TV. Diese Woche gibt es wieder ein Engel Reading, wie ihr es von mir gewohnt seid. Doch zuvor möchte ich etwas erwähnen. Ich komme wieder zum Bloggen. Zweimal die Woche in meinem Engelblog auf www.udo-golfmann.de lest ihr spannende und tolle Beiträge von mir, tolle Artikel von mir, die ich dort reinbringe. Diese Woche geht es um das Thema Geistheilung und geistige Heilung. Einfach mal reinschauen und euch umschauen, was geistige Heilung bedeutet, was Geistheilung ist und vor allen Dingen, was das Besondere an der Engeltherapie ist. Ich möchte aber gar nicht so viel verraten. Am besten, ihr schaut gleich mal rein. Den Link zu meinem aktuellen Blogbeitrag findest du natürlich hier unten im Beschreibungstext und du findest hier unten auch einen Link zu meinem Blog mal im Allgemeinen. Denn in meinem Blog findest du alle Erzengel beschrieben. Grundsätzlich alle Erzengel, zu denen ich Kontakt habe, findest du in meinem Blog beschrieben. Die hellen Talente, du findest Meditation, hell sehen, hell fühlen, hell hören, hey, klar wissen, all das ist dort beschrieben. Einfach mal durchgucken, www.udo-golfmann.de und dann in den Engelblog oder hier unten direkt auf den Link. Mal zum Blog, mal durchgucken. Spannende Themen erwarten dich. Was du jetzt zuerst tust, ich habe die Karten für dich bereits gemischt. Ich werde das diese Woche etwas anders machen. Und zwar guckst du dir das einfach mal aus der Perspektive an. Erstmal nimmst du diese Pyramide und überlegst, ist das meins? Dann guck auf dein Bauchgefühl, ist es Nummer A. Ich muss mir dir immer wieder ein bisschen den Rücken zugedrehen, gerade auch wenn es vielleicht unhöflich erscheinen mag, aber ich will nicht unhöflich sein, sondern das hat damit zu tun, dass ich die nächste Pyramide zeige. Das ist der Kartenstapel B, der von dieser Pyramide energetisch geladen wurde und du entscheidest dich für B, wenn du diese Pyramide möchtest. Das dritte ist diese tolle Orgonitkugel mit schwarzen Turmalin und goldenen Orgoniteinschlüssen und du konzentrierst dich nun nochmal darauf, was du haben möchtest, A, B oder C, und entscheidest dich bitte jetzt. Und wir kommen zu der Auflösung für diejenigen, die sich für A entschieden haben. 4 Ariel ist deine Karte aus dem Erzengel-Tarot für diese Woche. Das heißt, du solltest den Ausgleich zwischen Geben und Nehmen mehr wahren. Du hast gegeben, 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 gegeben und gar viel zu wenig zurückbekommen, sagt Erzengel Ariel mir gerade noch ins Ohr. Diese Karte könnte auch in die andere Richtung deuten, aber für dich gilt jetzt, dass du endlich auch mal lernst zu empfangen. Und für das, was du alles gibst und was du den Menschen alles zu schenken hast, da wirklich auch mal etwas dir zurückholst. Dies ist dein Recht, dies ist deine Möglichkeit zu sagen, ich bin mal dran. Zeichen von oben, ganz spannende Geschichte. In der kommenden Woche wirst du das ein oder andere Zeichen erfahren, sagte diese Karte deines Schutzengels. Achte darauf, was geschieht im Außen? Wiederholende Zeichen, Zeichen der Engel erkennst du darin, sie sind liebevoll, sie sind erhebend und sie kommen in der Regel wiederholt, zumindest mehr wie dreimal. Wenn du dir nicht sicher bist, ob etwas ein Zeichen war oder nicht, hey, komm in eine Beratung. Zum Beispiel über die Direktberatung 0900 377 8875, 2,99 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetzmobilfunk, gegebenenfalls abweichend und ich helfe dir und unterstütze dich. Deine dritte Karte für diejenigen, die sich für A entschieden haben. Du bekommst für die Woche wieder eine Blume und das ist der Hibiskus in dieser Woche. Kennen wir alle Hibiskus oder auch Malve genannt. Gibt es auch als Tee. Kannst du diese Woche, wenn du ihn verträgst, sehr gut ganz viel Malve-Tee trinken. Tut dir unglaublich gut in dieser Woche und bringt dich zurück in die Einheit mit Gott. Malve oder Hibiskus steht für die Einheit zwischen Menschen und Gott und bringt dich in diese Einheit zurück. Bringt dich also auch mehr wieder in deine Mitte, zu deinem Seelenursprung zurück. Wundervoll. Also auch eine ganz tolle Blume, mit der du in dieser Woche arbeiten kannst und solltest. Nun kommen wir zu denjenigen, die sich für Möglichkeit B entschieden haben. Ich muss gerade immer wieder mal umdrehen, weil ich die Karten holen muss, weil ich diese Woche das Reading einfach etwas anders mache. Das Rad und Erzengel Jeremiel. Wow, eine Karte aus dem großen Mysterium, eine Karte aus dem großen Arkanum. Du hast die Möglichkeit, dass vieles in die Drehung, vieles in die Wendung geht. Vielleicht hast du dich abgerackert und abgemüht. Hey, lass den Tag mal Tag sein und
Konzentriere dich auf die Neuanfänge, die da kommen können. Altes darf gehen, Neues darf beginnen. Ist dein Thema. Und damit das Alte endgültig geht, möchte ich dir etwas empfehlen. Wenn du Möglichkeit B hast, wäre es für dich wichtig, mal in die Past-Life-Blockaden zu gehen. Die Past-Life-Blockaden zu heilen. Also würde ich dir ganz, ganz arg ans Herz legen, für dich als Möglichkeit B-Mensch eine Rückführung bei Nadja Hafendörfer und mir zu machen. Einfach mal hier unten findest du beide Links zur Videorückführung und zur Rückführung in Bretten, beides gleichermaßen wirksam. Melde dich an, buch deinen Termin zu deiner Rückführung und komm vorbei oder wir treffen uns im virtuellen Videoraum und heilen die Past-Life-Blockaden. Unbedingt für dein Thema. Deine Botschaft aus dem himmlischen Helferorakel ist das Retreat. Das heißt, hier geht es darum, viel mehr in deine Weiblichkeit zu kommen. Wie diese Karte mir zeigt, deine Weiblichkeit zu leben. Das Bild zeigt Anmut, zeigt Kraft, Stärke, ganz viel Wärme. Genieße die Möglichkeit dazu. Und deine Blume für diese Woche ist Echinacea und es heißt, drittes Auge öffnen ist angesagt. Du kannst alles Mögliche tun, um deine Hellsicht zu öffnen. Hilft im Übrigen die Rückführung auch dabei. Du bist eigentlich hellsichtig und der hellsichtige Kanal kann bei dir geöffnet werden. Und zwar ist es in der kommenden Woche besonders gut. Und dabei unterstützt dich diese Blume, der Echinacea, will dir helfen, sozusagen das hinzubekommen. Nun wieder der Rücken. Diejenigen, die sich für Möglichkeit entschieden haben, können es in die Lüfte stehen, sehr sich erheben. Aber es geht darum, stehe hinter dem, was du glaubst. Hier geht der Weg, nicht hier. Du versuchst oftmals, die Dinge zu stark mit Vernunft zu greifen, sagt Erzengel Gabriel. Und Erzengel Gabriel sagt auch an dieser Stelle, lass mal das Herz über den Kopf gehen. Begreife, dass dein Herz dich leiten will, dass deine Intuition dich leiten will und genau die Wege kennt, die für dich gut und richtig sind. Und diesen Weg solltest du auch gehen für dich, den Weg deines Herzens. Ständiger Fortschritt, die himmlischen Helfer, die heilige Teresa begleitet dich zusätzlich in dieser Woche. Eine sehr schöne Karte, eine sehr schöne Schutzheilige, aufgestiegene Meisterin sozusagen. Diese Teresa von Lisieux wird dich begleiten und wird dir helfen, deine höchsten Ziele zum Fortschritt zu bringen, wenn du jetzt beginnst mit aller Kraft zu dem zu stehen, was du glaubst. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du es machen wolltest, auch du kannst natürlich, könnt ihr natürlich alle, aber auch du bist herzlich eingeladen, in eine Beratung zu kommen. 0900 377 8875, 2,99 € pro Minute aus dem deutschen Festnetzmobilfunk abweichend oder auf www.odo-golfmann.de zur Beratung dein Wunschtermin buchen. Deine Blume diese Woche ist die Frangipani oder Plumeria. Und sie sagt, erhöhe deine Vibration. Das heißt, hier geht es auch um spirituelles Wachstum. Dein Spirit kann in dieser Woche sich wundervoll entfalten, ganz toll weiter wachsen und du hast tolle Möglichkeiten, fantastische Möglichkeiten für deine persönliche Weiterentwicklung. Klasse. Wir wollen doch auch Regeln brechen, um die Wege des Herzens zu gehen. Die Enge sind nicht immer das oder entsprechen natürlich nicht immer den menschlich gemachten Regeln, sind nicht immer mit Konfessionen so bestimmt und gesellschaftliche Normen und Regeln passen hier nicht rein. Der spirituelle Mensch ist immer ein bisschen crazy, immer ein bisschen verrückt. Ich sage immer, ich bin ein bisschen Freak, das macht gar nichts, ich bin gerne ein Freak, denn die Engel sind mein Leben und der Spirit begleitet mich schon immer. Wie gesagt, bist du auch eingeladen, in eine persönliche Beratung zu kommen. Ich freue mich auf dich. Licht und Liebe. Udo Golfmann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.